einem ganz besonderen Video. Vielen Dank für 100 Abonnenten auf meinem Kanal. Es freut mich wahnsinnig, dass ihr so wundervoll diese Rezepte nachkocht, mir ganz, ganz viele Bilder und Videos schickt. Das macht mir wirklich unglaublich viel Spaß, das Ganze anzuschauen. Die 100. Abonnentin war die Magdalena und zusammen mit ihren Geschwistern Jacqueline und Timo durfte sie sich heute ein Rezept wünschen. Liebe Grüße an euch drei, ihr habt euch ein wundervolles Rezept gewünscht, und zwar Zimtschnecken. Und die werden wir jetzt gemeinsam machen. Als allererstes braucht ihr dafür eine pflanzliche Butter. Da könnt ihr zum Beispiel die Asan nehmen. Und die werden wir jetzt auf dem Herd erhitzen. Und sobald die vorsichtig geschmolzen ist, geben wir dann schon die Hafermilch dazu. Ihr könnt jede andere Milchalternative oder Milch nehmen, ganz wie ihr wollt. Hafer eignet sich einfach super dafür. Wenn die Butter geschmolzen ist, gebt ihr den Haferdrink dazu und verrührt alles. Dann haben wir schon das Dinkelmehl parat. Ich habe Typ 630 genommen, habe es in eine Schüssel gesiebt und dann macht ihr euch die klassische Mulde in der Mitte. Dort kann jetzt die geschmolzene pflanzliche Butter und der Pflanzendrink eurer Wahl hineingegeben werden. Und dann könnt ihr auch schon eure Hefe reinrütteln. So, das ist jetzt ein halber Würfel frische Hefe, kommt rein. Das Wichtigste dabei ist wirklich, dass euer Erwärmtes nur lauwarm ist. Wenn es zu warm ist oder vielleicht schon heiß, dann gehen jetzt eure Hefebakterien kaputt. Und das wäre wahnsinnig schade, weil dann wird später nichts aufgehen. Jetzt könnt ihr euch alles mit einem größeren Löffel in der Mitte ein bisschen verrühren. Gebt dann immer mehr Mehl von außen dazu, bis ihr irgendwann alles reingerührt habt. So, und wenn ihr alles gut vermengt habt, dann könnt ihr es mit den Händen durchkneten. Dazu schabt ihr euch einfach alles von eurem Löffel wieder ab und knetet es ordentlich durch. Und jetzt riecht ihr schon, wie lecker die Hefe jetzt anfängt zu riechen. Ihr habt jetzt im Bestfall einen lauwarmen Teig, den ihr knetet. Sollte er jetzt wirklich zu heiß sein, dann war die Flüssigkeit zu heiß, dann würde ich ihn jetzt auskühlen lassen und nochmal ein bisschen Hefe dazugeben. Sollte er jetzt zum Beispiel zu kalt sein und ihr merkt, vielleicht hätte ich doch noch ein bisschen eine wärmere Flüssigkeit dazugeben können, dann könnt ihr ihn jetzt dann beim Ruhen auch einfach noch an einen schönen warmen Ort stellen. Die neuen Backöfen haben alle Tellerwärmen als Funktion eingestellt. Das sind dann so 50 Grad, da könnt ihr ihn kurz reinstellen. Oder im Sommer ein bisschen an die Sonne. Deckt ihn immer mit einem nassen Tuch zu, damit er euch nicht austrocknet. So, und jetzt seht ihr schon, wie wir einen wunderschönen Teig haben, der jetzt natürlich ein bisschen ruhen darf. Tada! Jetzt sollte euer Hefeteig aufgegangen sein. Meiner hat locker die doppelte Größe, also perfekt. Der darf jetzt aber noch ganz kurz warten. Und zwar finde ich persönlich einfach immer ganz toll, wenn man den Zimtschnecken noch so ein bisschen die persönliche Note gibt. Ganz nach eurem Geschmack natürlich. Also prinzipiell machen wir uns natürlich jetzt erstmal noch unsere Zimtmasse, die dann in die Rollen reinkommt. Dazu habe ich die pflanzliche Butter schon hier drinnen. So, dann je nachdem, wie süß ihr es wollt, so 3 Teelöffel Rohrzucker. Das könnt ihr dann schon mal so ein bisschen miteinander vermengen. Ich gebe gerne noch eine Prise Salz dazu. Die unterstützt gut den Zucker. Ihr könnt gerne auch Kokosblütenzucker nehmen.
Einfach noch eine bisschen gesündere Variante. Jetzt kommt ein Teelöffel Zimt rein. So. Und dann vermengen wir uns das Ganze. So, also wenn ihr dann irgendwann eine gleichmäßige Masse habt, dann könnt ihr euch die zur Seite stellen, weil damit bestreichen wir dann unseren Hefeteig. Wie gesagt, mag ich es gerne, es persönlich zu toppen. Ich finde es toll, ein bisschen Crunch oben drauf zu geben. Dazu eignen sich toll Nüsse, die ihr euch einfach ein bisschen anschneidet. Ich würde die auch gar nicht irgendwie häckseln oder mahlen oder so. Ich würde sie wirklich nur so ein kleines bisschen halbieren, vierteln, maximal achteln. Also einfach so ein bisschen durchgehen hier mit dem Messer. Ihr seht es ja. Und das geben wir dann oben drauf. Was auch sich gut anbietet, ist ein bisschen Zartbitterschokolade einfach. Die schneiden wir jetzt auch in so ein bisschen gröbere Stückchen. Gut, das reicht schon. Und dann haben wir schon schnelle Toppings, wo wir jetzt schon quasi drei verschiedene Zimtschnecken nachher machen können auf unser Blech und sich jeder nehmen kann, worauf er Lust hat. Vielleicht mit Nüsse, vielleicht mit Schokolade oder einfach nur mit Zimt, ganz wie man mag. Kardamom würde noch super passen, also tobt euch da ein bisschen aus, da könnt ihr wirklich ganz viel ausprobieren. Dann würde ich sagen, machen wir uns schon an den Teig. Der ist richtig schön warm, der ist toll gegangen. Jetzt könnt ihr euch einfach ein bisschen Mehl auf eure Arbeitsfläche geben. Holt den Teig raus. So. Dann könnt ihr ihn nochmal ganz kurz durchkneten. Weil er darf dann vor dem Backen nochmal kurz gehen. So. Und dann rollen wir ihn schon aus. Dazu wirklich genügend Mehl auf der Unterlage haben, damit ihr das auch nachher toll rollen könnt und es euch nicht am Boden anklebt. Oben drauf auch noch ein kleines bisschen. Und dann geht's los. Einfach mal ausrollen. Am besten ist, wenn ihr am Ende so ein Viereck habt. Und ihr seht schon jetzt, dass der Teig sich immer löst. Und das ist wirklich wichtig. Sollte das irgendwann mal nicht der Fall sein, dann müsst ihr wirklich nochmal unten Mehl reingeben, weil sonst habt ihr nachher keinen Spaß. Genau, also testet das ruhig ab und zu und schaut ein bisschen. Aber wenn ihr es am Anfang gut bemehlt habt, ist das kein Problem. Ihr könnt jetzt relativ dünn ausrollen. Denn der Hefeteig darf ja, wie gesagt, nochmal gehen und wird dann nochmal voluminöser. So, voilà. Dann geben wir jetzt unsere Zimtmasse drauf. Ihr könnt ihr euch noch ein bisschen mehr warm machen. Dann ist sie noch ein bisschen flüssiger und lässt sich noch leichter verteilen. Aber ich finde dann immer, dass beim Rollen einfach so viel davon wieder rausläuft. Das finde ich immer wahnsinnig schade. Deswegen lasse ich die eher ein bisschen fester. Und lasse mir einfach 2-3 Minuten mehr Zeit beim Verstreichen. So, von den Toppings her. Ich persönlich mag die Nüsse ganz gerne obendrauf. Bei der Schokolade finde ich es aber besser, wenn die in den Rollen ist, weil dann kann die weder verbrennen und auch wenn die verschmilzt, geht die in den Teig rein. Also ich drittel mir das Ganze jetzt mal so ungefähr, sagen wir mal hier und hier, wie gesagt ungefähr. Dann mache ich mir jetzt hier auf dieses Drittel so ein bisschen meine Schoko drauf. Wenn ihr das ganz separiert haben wollt, dann teilt ihr den Teig einfach vorher und rollt den auf dreimal aus. Aber mir ist das egal, wenn hier in der Mitte auch mal eine Schnecke ist mit Haselnüssen und Schokolade. So, mein zweites Drittel. Kommen ein paar Nüsschen drauf.
Mein drittes Drittel bleibt, wie es ist. Und dann könnt ihr schon aufrollen. Wunderbar. Und dann wird geschnitten. Und sobald ihr es geschnitten habt, könnt ihr es eigentlich gleich auf ein Blech legen. Backpapier oder Backmatte unten rein. Und dann geht's schon los. Ich mache mir die immer gar nicht so dick. Und ich fächere mir die dann immer so nochmal wieder so ein bisschen auf. Wie so ein kleines Röschen. Wenn ihr die Zimtschnecken fertig geschnitten habt, dann würde ich sagen, lasst sie nochmal gehen, weil dadurch werden sie so richtig schön fluffig. Ich lasse sie je nachdem, wie viel Zeit ich habe, so 15 bis 30 Minuten nochmal abgedeckt ruhen. Das ist jetzt passiert. Ihr seht, wie sie nochmal ein bisschen aufgegangen sind. Und jetzt gebe ich sie in den Backofen. Den heize ich mir relativ heiß vor, 220, 230 Grad, irgendwie so. Und jetzt, wenn ich die Schnecken reingebe, schalte ich mir runter auf 190, gebe sie rein. Mittlere Schiene. Und dann stelle ich mir gleich mal den Wecker auf 30 Minuten. Los geht's! So, dann sind sie auch schon fertig, unsere leckeren Hefeschnecken. Richtig schön goldbraun, so sollen sie sein, aber trotzdem total weich und fluffig. Ich habe den Wecker auf 30 Minuten eingestellt, aber natürlich war das viel zu lang. Ich backe sie normalerweise 15 bis 20 Minuten. Ich mache es aber immer ein bisschen nach Gefühl. Ich schaue auch immer, wie ist die Farbe oben. Nehmt sie aber dann lieber mal eine Etage tiefer. Und lasse sie aber wirklich meistens eigentlich schon mindestens 15 Minuten drinnen. Die waren jetzt so 17 drinnen und die sind wunderbar. Und jetzt seht ihr halt auch die schönen mit der Schokolade, wie toll die angeschmolzen ist. Und jetzt wünsche ich euch damit ganz viel Spaß. Lasst es euch schmecken vor allem. Probiert euch aus. Und dann sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Ich freue mich auf euch. Ciao!